Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Hi Leute, hi, ist alles fit bei euch? Oh, wir sind heute tatsächlich wirklich ein bisschen entspannter wie in der gestrigen Folge erhofft. Ich habe wirklich glücklicherweise das gestern Abend noch alles rechtzeitig geschafft, beziehungsweise für mich war es vorgestern Abend, weil die Folge ja für euch im Prinzip einen Tag, nachdem ich es aufnehme, kommt. Und ich bin echt froh, dass ich es noch rechtzeitig geschafft habe, Alter, weil das war echt, puh. Aber ich muss sagen, ich habe es abends schneller geschafft zu schneiden und alles als sonst und war dann auch relativ, ja, zeitig für meine Verhältnisse damit fertig, deswegen lief alles ganz gut. Wir haben heute vor, hier etwas zu bauen, das ist übrigens jetzt auch meine zweite Aufnahme. Mit Brille. Ja, ich bin heute wieder mit Brille unterwegs. Mal gucken, ich weiß nicht, ob das irgendeinen Vorteil hat oder ob das überhaupt was bringt, das zu erwähnen. Ja, ich habe heute vor, hier ein bisschen weiterzukommen, die ersten Planungen vielleicht vorzunehmen. Schon mal hier im Prinzip, dass es nicht mehr so naja-mäßig aussieht. Und natürlich, wie erwartet, haben sich hier zwei Eisengolems versammelt, die wir hier dann entweder töten müssen oder irgendwie da rausbringen müssen, Alter. Und die Legs, Leute, die Legs sind auch schon wieder mega am Start. Keine Ahnung, was da schon wieder los ist. Es ist immer noch keine Optifine-Version rausgekommen für die 1.15. Das ist extrem kacke, finde ich. Also ich brauche wirklich, sobald die Optifine-Version für die 1.15 rauskommt, verspreche ich euch, dass ich hier direkt loslegen werde, die installieren werde, damit wir hier nicht mehr diese ständigen Ruckler haben. Das ist ja einfach mega nervig. Das ist aber der größte Abfall. Und übrigens, Leute, hatte ich eine kleine Idee, denn ich habe ja hier überlegt, wie ich das machen will. Und ich habe euch ja schon mal von dieser Baumidee erzählt. Das will ich euch ganz kurz erzählen. Ich will hier jetzt noch ein Stück von abreißen von dem Boden tatsächlich. Und den Rest ein Stück weiter dahinter, aber nicht viel. 2, 4, 5 Blöcke, wenn überhaupt. Dann wird da oben der Hafen, weil der geht aber schwebend, der wird nicht von hier aus hochgezogen, sondern er wird da schweben, als würde er im Prinzip an dem Berg dranhängen, wird hier rumgehen, wird da noch gehen, hier wird der Berg normal bleiben, hier wird der Hafen lang gehen und der wird dann halt, also das Hafendesign, und das wird dann circa bis hier gehen, hier wird es enden und diesen Steinhaufen werden wir erstmal so lassen. Da will ich nämlich noch so einen Baum hinbauen, der das dann alles ein bisschen belebt, hoffentlich. Das gleiche da werden wir auch einen Stein lassen und dann kann man da mit einer Treppe so durch beide Bäume durchgehen. Oh, das wird so heftig. Das wird so fett. Ich freue mich da richtig drauf, wenn wir diese automatische Farmstation, die ich ja jetzt vorhabe zu bauen in Zukunft, fertig haben und ich da dann richtig durchstarten kann. Alter, das wird einfach geil. So, was ich mir wünschen würde, dass hier der Anfang ist, circa so. Das ist ja, also, ist das einfach. Ich bin gerade schon wieder richtig froh, weil, keine Ahnung, ich kann relativ wenig zocken zurzeit momentan. Habt ihr ja letzte Folge wahrscheinlich alle in Genüge zu leid mitbekommen. Ich entschuldige mich dafür auch immer. Eigentlich bin ich nicht so der wehleidige Typ, aber da wollte ich euch einfach ein bisschen erzählen, so was jetzt hier abgeht und warum die Folge halt nicht so ist, wie sonst immer die Folgen sind. Aber sonst, ja, ich bin halt einfach übelst froh, so dass ich halt gerade hier einfach ein bisschen gamen kann, ohne mir groß Stress machen zu müssen, oh, die Folge muss heute Abend kommen oder sonst was, sondern ich einfach wirklich sitzen kann und halt zocken kann. Einfach ein bisschen bauen. Ganz entspannt mal, wie immer. Ich habe jetzt übrigens, Leute, ich habe jetzt meine Fahrschulentheorie beendet, beziehungsweise bin damit endlich durch. Endlich habe ich es geschafft, würde ich jetzt nicht sagen, weil ich muss sagen, es hat mir echt Spaß gemacht. Auf jeden Fall viel mehr Spaß als Schule. Ich war auch viel mehr bei der Sache und konnte viel mehr das, naja, ich war viel mehr, wie soll man sagen, ich war viel mehr dabei bei dem, was er gesagt hat, wisst ihr, wie ich meine? Als jetzt in der Schule oder so, wo ich aber wirklich auch sagen muss, ich wusste halt, dass ich es brauche später. Und ich glaube, das war ein ganz großer Unterschied zur Schule, weil es halt einfach wirklich so ist, wenn du weißt, du brauchst es und wenn du weißt, es ist für dein Leben später wichtig, dann gehst du ganz anders mit dem Stoff um, der dir beigebracht wird. Und das ist wirklich so. Wenn du weißt, yo, das, was er uns da erzählt von scheiß Autofahrern oder so, das brauche ich vielleicht irgendwann mal, einfach um nicht selber so zu werden, wie die, von denen er erzählt, dann ist es halt einfach, naja, dann passt du automatisch mehr auf und erinnerst dich auch viel mehr daran. 1, 2, 3, 4, 5. Wir wollen ja hier nicht wieder asymmetrisch werden, wie bei unserem anderen Hafenabteil da drüben. Fuck, Leute, geht das? Okay, die Striche gehen nach da. Gehen die Striche auch nach da? Ja, super. Habe ich richtig gebaut, alles top. So, dann kommen hier wieder die ganz normalen Baumstämme hin. Ich muss aber auch sagen, ich bin echt glücklich darüber, dass wir endlich, und da war wieder der Schandlück, dass ich endlich damit durch bin. Weil dieses, ich weiß nicht, wenn ich was mache oder wenn ich was erledige oder so, dann bin ich halt eher so ein Typ, der das direkt machen will. Beziehungsweise damit direkt fertig werden will und nicht jetzt das macht und dann zwischendurch losfährt, noch irgendwas macht und dann das erst weitermacht, sondern ich will es meistens direkt durchziehen. Und bei der Fahrschule war wirklich das einzige Problem, was ich damit richtig hatte, war, dass ich 14, 15 Uhr von der Schule nach Hause gekommen bin und dann zur Fahrschule um 18 Uhr musste und
Ich weiß nicht, wenn ihr das kennt, ihr kommt 15 Uhr nach Hause, dann esst ihr was. Und dann sind gefühlt schon 1,5 Stunden vorbei von der Zeit, die ihr zu Hause verbracht habt. Also wirklich jetzt. Es ist einfach wirklich so. Und dann habe ich immer was gegessen, dann war schon 15:30 Uhr, 16 Uhr. Dann konnte ich vielleicht noch schnell was aufnehmen, ein Video schneiden oder habe noch ein bisschen was gezeichnet oder was für die Schule gemacht. Und dann muss ich um 18 Uhr direkt wieder los, wisst ihr? Dann bin ich 21 Uhr wiedergekommen und dann bleibt dann noch 1, 2, 3 Stunden, wenn überhaupt 3 Stunden. Und dann würde man gerne im Bett liegen, weil man vielleicht den nächsten Tag sonst nicht der allzu produktivste ist, so. Ja, und daher war das alles ein bisschen, nicht so mein Fall. Aber ich hab's durchlebt. Ich hab's durchlebt, ich hab's überstanden, Leute. Und ja, jetzt habe ich auch hier wieder ein bisschen mehr Zeit zum Bauen, glücklicherweise. Und vor allem für die Videos auch. Freut mich aber auch, jetzt kann ich am 27. April, kann ich die theoretische Prüfung machen. Und ja, da heißt es dann einfach durchlernen ab jetzt, ab heute, ab morgen. Morgen wahrscheinlich, morgen fange ich damit an. Und dann gucke ich mir den Stoff immer mal wieder an. Guck da jeden Tag wieder rein und hoff mal, dass ich das dann schaffe, Alter. Weil das Ding ist, man darf ja, also, wenn man die Fahrprüfung macht, sind es 30 Fragen und man darf 10 Fehlerpunkte haben. Einen Vorfahrtsfehler, also im Prinzip einen Fehler, wenn ihr jemanden die Vorfahrt stibitzt, wenn ihr auf eine Hauptstraße fahrt, ohne zu gucken und einfach fahrt, gibt dann 5 Punkte in der theoretischen Prüfung, die abgezogen werden. Und wenn ihr davon natürlich 2 Fehler oder 2 falsche Fragen beantwortet habt, seid ihr raus. Und der Rest sind, soweit ich weiß, gibt es doch irgendwelche 3-Punkte-Fragen und so. Aber um ehrlich zu sein, gehe ich eh nicht mit der Einstellung rein, damit, dass ich denke, ja, irgendwas kann ich da falsch machen, sondern eher, dass ich nichts falsch machen darf und auch eigentlich nicht will. Aber man weiß ja nie, ne, am Ende kommt, man hat immer Unglück. Das ist auch so, wenn ihr irgendwas lernt. Bestimmt kennt ihr das, wenn ihr irgendwas für die Schule macht. Ihr lernt es so, ihr lernt und lernt und lernt. Und am Ende braucht ihr die Hälfte gar nicht. Oder ihr habt irgendwas gelernt, was ihr gar nicht brauchtet. Und das, was ihr brauchtet, habt ihr nicht gelernt, weil ihr dachtet, das kommt nicht ran. Oder ihr habt es einfach nicht gelernt, weil es eine unglückliche Situation ist, so. Oder Situation war. Und da habe ich halt ganz gewaltige, riesige Angst gefühlt, Alter. Dass das dort genauso wird und dass ich genau die Fragen oder genau den Stoff, den ich, keine Ahnung, warum auch immer, nicht mitbekommen habe, den wir vielleicht gar nicht hatten, was ich nicht vermute. Ich kann euch auch gleich kurz mal eine Story erzählen, was ich aber nicht vermute, dass wir das nicht hatten. So, weil wenn das rankommt und du das halt aus irgendwelchen Gründen, warum auch immer, lass es sein, dass du einfach in dem Moment kurz mal das nicht aufgeschrieben hast oder so, das dann nicht mehr gelernt hast und deswegen weißt du es nicht. Man weiß ja nie, ne, dass halt sowas genau passiert. Und das wäre echt das Dümmste, was passiert, aber das berichte ich euch dann, wenn ich es hatte. Das Ding ist, mein Fahrlehrer hat mir, unser Fahrlehrer, mein Fahrlehrer, hat mir ein paar Storys erzählt über so sein Fahrlehrerleben. Der macht es jetzt seit 30 Jahren, ist so, na, er hat so immer Opa-Feelings rübergebracht, fand ich. Wenn ich ihm zugehört habe, habe ich irgendwie immer an meinem Opa gedacht, der mir irgendwelche spannenden Storys erzählt hat oder so, wisst ihr, was ich meine? So von seiner Jugend oder irgendwas. Und was halt übelst interessant war, so, er sieht es nicht so als Fahrlehrer, ich verdiene mein Geld, sondern er sieht es richtig so, dass der Fahrlehrer halt der ist, der seinen Fahrschüler nur durchboxen muss. Das ist richtig krass bei dem, Alter. Ich hab das ihm so zugehört und dachte mir so, Alter, ich bin genau bei der richtigen Fahrschule gelandet. Das ist einfach das Beste, was ich hätte machen können, diese Fahrschule. Er hat das so erzählt, zum Beispiel, er hat so eine Fahrschülerin gehabt, die war so 21, meinte er, und hat gerade studiert, irgendwas mit medizinisches. Und dann ist sie zur Prüfung gegangen und dann haben die einen Fahrli oder einen Prüfer bekommen. Bei der praktischen Prüfung haben die einen Prüfer bekommen, der übelst, naja, das hat er dann schon von anderen Fahrschullehrern gehört, dass er übelst arrogant sein soll und übelst, naja, nicht der netteste der Netten, sage ich jetzt einfach mal. Und dann hat er uns erzählt, dass der Typ, also der Prüfer, tatsächlich, wisst ihr, das war so eine, er meinte so, dass es so eine schöne junge Dame war und so. Dann meinte er wirklich, dass der Prüfer gesagt hat, als sie eingestiegen ist ins Auto, um die Prüfung zu absolvieren, die praktische Fahrprüfung zu absolvieren, der Prüfer wirklich gesagt hat, dass sie, und jetzt kommt's, Leute, dass sie einen fucking schönen Po hat. Und da musste ich erstmal ganz schnell los, Alter. Da meinte er dann, oder da hat sie, hat dann gesagt, dass sie sich sowas bitte verbieten will oder dass sowas halt nicht mehr vorkommen soll und hat ihm das oder dem hat das dem Prüfer auch direkt so gesagt, was ich übrigens übelst stark finde, Alter. Leute, macht das wirklich so. Wenn ihr euch da verteidigt, Alter, das ist einfach das Beste, was ihr tun könnt. Vor allem bei solchen Aktionen, Alter, das geht gar nicht. Und er hat dann noch nichts gemacht, er hat erstmal abgewartet und dann ist sie an ein Stoppschild gefahren. Hat perfekt angehalten, meinte er. Und plötzlich meinte der Prüfer zu ihr, dass sie mal rechts anhalten soll. Und ich dachte mir schon so, als er das erzählt hat, so, hä? Okay, alles klar, als ob er die jetzt durchfallen lässt, weil die den angemacht hat, so ein bisschen. Und dann müsst ihr euch wirklich vorstellen,
hat der oder ist der Fahrprüfer mit ihr an die Seite gefahren und meinte, dass sie die Prüfung nicht besteht, dass sie den Führerschein nicht bekommt, dass sie durchgefallen ist, weil bei dem Stoppschild, wo sie perfekt gehalten hat, perfekt abgebogen ist, alles perfekt war, angeblich von vorne in ein Auto gekommen sein soll, was überhaupt nie gekommen ist, und hat sie dann durchfallen lassen. Und dann, Alter, dann kam mein Fahrlehrer, Alter, ich hab den so gefeiert dafür, no joke, das ist, der hat es so erzählt und du hast so richtige Glücksgefühle bekommen im Bauch, wisst ihr, wie ich meine? Das ist so richtig, du hast dich so richtig gefreut darüber, dass er einfach der Typ ist, der dann für dich auch die Fahrschule mitmacht, wisst ihr, wie ich meine? So ein Gefühl war das. Er meinte dann so, dass er ihn angeguckt hat, als er die, also den Prüfer hat er angeguckt, mein Fahrlehrer, hat sich gefragt, was das soll und so, und dann hat er... Als er meinte, dass die Fahrschülerin durchgefallen ist, obwohl sie alles perfekt gemacht hat, gesagt, dass da nichts war, dass er sich da irgendwas drauf reimt und was es soll, dass er sie nur durchfallen lassen will, so rum, dass er sie nur durchfallen lassen will, weil sie ihn ein bisschen zurechtgewiesen hat, dass sie sowas wie die Sprüche, die er ihr gegeben hat. Dann müsst ihr euch vorstellen, hat mein Fahrlehrer den Chef, weil er den kennt, hat er den Chef von dem Prüfer angerufen. Die haben sich danach den Tag darauf getroffen, haben darüber gesprochen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, hat er, mein Fahrlehrer im Prinzip, mit dem Chef des Prüfers gesprochen, hat dem das alles erklärt, die Situation, weil sie hat ja den Führerschein dadurch nicht bekommen. Und dann wurde der so zurechtgewiesen von dem Chef, was es denn soll, weil der Fahrlehrer kann im Prinzip bei einer Prüfung, wenn er sieht, fuck, da passiert gleich ein Unfall und der Prüfer sieht es nicht, kann der auch einschreiten, weil das ist ja immer sein Auto, was dort gefahren wird. Und dann meinte der Prüfer, also der Chef vom Prüfer zu ihrem Prüfer so, ja, was soll denn das, als ob der hier sein Auto kaputt fahren würde und als ob der da nicht einschreiten würde und alles, ne? Und hat ihn richtig, richtig zu Sau gemacht und Alter, dieser Ruckler ging mir mal so auf den Sack. Und am Ende hat sie dann trotzdem ihren Führerschein bekommen, trotzdem war alles super, musste auch kein Geld oder so zurückzahlen oder irgendwas. Es war einfach alles danach in besser Ordnung, Alter, und ich habe das einfach so, das ist, ich finde das so eine krasse Aktion, wenn dieser Fahrlehrer sich dann für dich einsetzt und den Prüfer, der ja eigentlich über ihm steht, versucht fertig zu machen, Alter, weil der halt einfach Scheiße gebaut hat, so. Und das finde ich übelst krass, auch so moralisch gesehen, wisst ihr? Ja, Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder bei einer neuen Folge um 17 Uhr. Bis dann und ciao, meine Freunde.